Heute gibt es bei uns Linsendal mit Reis. Dazu habe ich Basmati-Reis in unseren Reiskocher gegeben, der da drin jetzt gekocht wird. Dann werden Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Ingwer klein geschnitten, die roten Linsen gewaschen, die Zwiebeln und der Knoblauch und der Ingwer werden angebraten und dazu kommen 1 bis 2 Teelöffel rote Currypaste. Außerdem kommen klein geschnittene Tomaten hinzu, die gewaschenen Linsen und alles wird mit Brühe abgelöscht. Das Ganze wird dann ungefähr 10 bis 15 Minuten köcheln gelassen. Ihr könnt dann noch Kokosmilch oder auch Sahne dazugeben und ein bisschen Petersilie. Dann ist auch schon der Reis fertig und zusammen mit dem Reis und dem Dal wünsche ich euch einen guten Appetit.